Hallo meine Lieben, ich möchte heute mal mit euch über ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, reden. Und zwar soll es ums Thema Realität im Internet gehen. Ich versuche jetzt mal so wenig wie möglich zu schneiden in dem Video, oder besser gesagt, ich versuche es einfach gar nicht zu schneiden. Deswegen bitte verzeiht mir vorab schon mal, wenn ganz viele M's kommen und auch viele Wiederholungen. Aber ich finde, es ist einfach, wenn man das Video nicht schneidet, verdammt schwer im Reden darauf zu achten, dass man das nicht so oft sagt. Versteht ihr, wie ich meine? Aber gut, jetzt kommen wir mal zum Video. Und ab jetzt wird nicht mehr geschnitten. Und zwar verfolge ich die Anne Wünsche schon eine ganze Zeit. Und ich habe letzte Woche mitbekommen, wie sie einen Post auf Instagram gemacht hat, also besser gesagt eine Story auf Instagram hochgeladen hat, in der sie gesagt hat, dass ihr das Haus und der Pool und das alles viel zu viel wird. Und es ist ein mega Shitstorm über sie ausgebrochen. Und alle haben sie als Rabenmutter hingestellt und als Frau, die ihren Haushalt nicht im Griff hat und überhaupt ihr ganzes Leben nicht im Griff hat. Und ja, ich fand es so heftig, weil ich mir denke, warum? Wieso kann man nicht einfach mal seinen ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal, ablassen? Ich meine, jeder Mensch hat doch irgendwann in seinem Leben mal Probleme und jeder ist doch auch froh, wenn ihm mal zugehört wird im Leben. Und nur weil man ein Vorbild ist, ein Influencer ist, wie auch immer ihr es nennen wollt, heißt es doch nicht, dass man überhaupt keine Probleme hat. Also bei jedem Menschen im Leben läuft doch irgendwas mal schief oder man ist überfordert mit irgendwas oder es kommt gerade einfach alles auf einmal. Und das ist nicht nur bei der Anne so, das ist auch mal bei einer Bibi so oder bei einer Dagi oder bei keine Ahnung wem, einfach bei jedem. Das ist menschlich, das gehört dazu. Und ich verstehe gar nicht, wie man dann so böse sein kann und Menschen dafür so haten kann, weil es ist auch in eurem Leben mal irgendwas. Und selbst wenn es jetzt noch nicht ist, es kommt irgendwann im Leben dieser eine Punkt, wo euch mal alles zu viel wird. Sei es, weil ihr Liebeskummer habt, weil jemand stirbt, dem ihr sehr, sehr nahe standet und worüber ihr mega traurig seid. Sei es, weil euch einfach alles zu viel wird mit der Arbeit. Oder. Das kann 10.000 Gründe haben. Und mir geht's auch manchmal richtig scheiße. Und ich finde, wenn man das mit der Öffentlichkeit teilt oder allgemein mit anderen Menschen teilt, dann geht's einem doch besser, wenn man erstens mal drüber geredet hat und somit den Scheiß schon mal rausgelassen hat. Und zweitens, irgendwie ist doch geteiltes Leid auch halbes Leid. Und es wird immer dafür geworben, dass man mehr Realität auf Instagram zeigen soll. Aber wenn man es dann mal zeigt und dann wird man mega gehatet und es wird einem nachgesagt, dass man eine Rabenmutter ist, dass man mit seinem Leben überfordert ist, dass man Burnout hat, dass man überhaupt psychisch total bescheuert ist. Und ich verstehe das alles nicht. Wieso? Ich meine, es ist doch eigentlich, also ich finde, es gehört sehr, sehr, sehr viel Mut dazu, dass ich mich vor die Kamera stelle und sage, ich komme nicht mehr klar und ich fühle mich überfordert und man öffnet sich doch und ich finde, das ist ein mega Vertrauensbeweis und eine mega Stärke. Aber irgendwie ist das mega nach hinten losgegangen. Gut, bei ihr geht momentan allgemein alles sehr nach hinten los, aber trotzdem verstehe ich nicht, wieso darf es Influencern nicht auch mal schlecht gehen. Klar, sie haben irgendwo die Funktion, jemanden zu unterhalten. Aber ich meine, wenn ich sehe, dass es anderen Menschen auch schlecht geht und dass die auch mal schlechte Phasen im Leben haben, fühlt man sich dann nicht eigentlich besser, wenn man sich denkt, ja, nicht nur mir geht's schlecht, auch andere Leute haben die Probleme, vielleicht auch Leute, auf die ich hinaufblick. Und ja, ich verstehe das einfach nicht. Wie gesagt, klar, irgendwo, wenn man Influencer ist, dann soll man ja unterhalten und alles soll schön sein und gut sein. Und es ist es ja zu 90% auch bei denen. Und es ist es ja auch überwiegend. Und das Leben macht Spaß, es ist schön. Und klar, man soll das ausstrahlen. Aber wie gesagt, das gehört zum Leben einfach dazu, dass mal alles scheiße ist. Und das finde ich, sollte man eben genauso zeigen, weil ansonsten spielt man doch eine völlig falsche Realität vor. Ich meine, es ist doch klar, dass wenn Influencer,
Es ist doch klar, dass wenn Influencer oder Vorbilder immer nur alles schön und positiv darstellen, dass andere Menschen sich dann denken, oh mein Gott, bei denen ist immer alles perfekt, bei mir ist immer alles scheiße, und die dann total das Burnout bekommen, sich schlecht fühlen und so weiter, ist ja logisch. Ich meine, wenn man aber mal sieht, dass bei denen vielleicht auch nicht alles perfekt ist, dann denkt man sich vielleicht auch mal, ja, okay. Mir geht es zwar gerade schlecht, aber bei der ist ja auch das und das. Und erstens hilft einem das vielleicht mal über seinen eigenen Schmerz. Und zweitens sieht man dann vielleicht mal, dass das auch nur Menschen sind, die Vorbilder. Und dass die genauso Scheiße haben wie wir. Und dass die genauso nur Brot essen wie wir. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und ich finde es wirklich, wirklich schade, dass wenn man diesen Mut hat und einfach rauslässt, was in einem vorgeht, wie es einem geht, warum es einem so geht, wieso man dann dafür so verurteilt wird, weil ein normaler Mensch wird auch nicht verurteilt, wenn es ihm schlecht geht. Dem wird auch zugehört und es wird versucht, irgendwie ein Problem für die Lösung zu finden. Und letzten Endes, ich meine, man sieht ja allgemein Influencer nicht oft meckern. Aber ich finde, wenn es mal so ist, ist es doch eigentlich eher was Schönes und was Gutes, weil man sieht, okay, dem geht's auch, wie gesagt, schlecht. Ja. Das wollte ich einfach mal loswerden. Und wahrscheinlich hat dieses Video jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich finde auch gerade für die. Und ich finde auch gerade für die Jugend von heute, die Influencer so sehr als Vorbilder nehmen und die den ganzen Tag nichts anderes anschauen als dieses YouTube, Instagram und so weiter, die nur auf diesen Plattformen unterwegs sind, gerade die sollten doch auch mal sehen, okay, es geht auch anders im Leben. Auch die haben schlechte Phasen im Leben und es wird mir auch mal so gehen und es ist normal, es gehört dazu und ich finde, es ist wichtig, auch zum Erwachsenwerden, weil ansonsten, wenn bei denen nie irgendwas passiert und dann kommt es erst mit 40, 35, whatever, dann wird es die sowas von derkerbeln, dann wird es die sowas von runterziehen und am Boden zerstören, wenn dann mal was ist in der perfekten heilen Welt. Aber Leute, es gibt keine perfekte heile Welt. Klar, das Leben ist meistens wirklich schön, aber es gibt immer und bei jedem schlechte Zeiten im Leben. Bei mir zum Beispiel ist auch gerade erst mein Opa gestorben. Und das macht mich mega, mega traurig. Aber ja, sobald man darüber spricht, wird man verurteilt und es heißt, ja, was bist du für ein Schwächling? Aber nein, man ist deswegen nicht schwach, sondern es macht einem gerade einfach in diesem Moment Kummer und man möchte darüber reden. Und meistens meint man das ja sogar gar nicht schlecht, sondern man ist mit seiner Community ja verbunden und man fühlt sich ja quasi wie Freunde und Freunden erzählt man auch alles und deswegen erzählt man das seiner Community, weil man auch möchte, dass die einen verstehen und vielleicht wissen, warum. Und vielleicht möchte, dass die wissen, warum man gerade vielleicht nicht unbedingt so viel lacht oder warum man einfach gerade so ist, wie man ist. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, wieso man dann dafür einen Menschen so verurteilt und so einen Shitstorm über diesen Menschen ausbricht, nur weil der einfach stark war und Stärke bewiesen hat und einfach mal erzählt hat, was los ist. Und das ist aber ganz, ganz oft so, egal jetzt bei wem. Dass sobald die Schwäche in ihrem Leben gezeigt haben, sie dafür richtig runtergemacht wurden. Und ja, das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Und ich finde, also ich persönlich fände es sogar viel schöner, wenn viel mehr wirklich Realität gezeigt wird und gezeigt wird, warum es den Menschen schlecht geht und überhaupt mal gezeigt wird, dass es ihnen schlecht geht. Denn egal auf welches Profil man schaut, es ist immer nur alles schön, alles perfekt, alles eitel Sonnenschein. Aber nein, Leute, das ist es nie. Es kann nicht bei jedem immer nur perfekt sein im Leben. Dann wäre das nicht das Leben. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Und
Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Und vielleicht sieht es der eine oder andere auch so von euch. Und es tut mir mega leid, wenn ich jetzt zu schnell geredet habe oder das alles überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber ich habe mir da jetzt gar nichts irgendwie zu aufgeschrieben, zurechtgeschrieben, whatever, sondern ich habe einfach frei geredet. Und ja, wie gesagt, ich habe mir einfach gerade die Kamera geschnappt und ich hatte dieses Thema beschäftigt und dann habe ich eben einfach darüber geredet. Ja, manchmal ergeben Videos vielleicht nicht den größten Sinn, aber ich finde, es tat jetzt einfach mal gut, darüber zu reden. Und vielleicht schaut sich das ja der eine oder andere von euch an und denkt genauso. Und vielleicht ändert sich ja dann mal irgendwann was im Leben, weil ich finde nicht, dass Influencer immer nur Vorbilder sein müssen und immer nur perfekt sein müssen und immer nur im Glanz erscheinen müssen, sondern natürlich können die auch mal leiden. Die können auch mal vor der Kamera weinen. Wieso denn nicht? Deswegen sind sie nicht schwach. Ja, keine Ahnung, ob sich da jemals was ändern wird. Und ich meine, die unterhalten uns ja trotzdem, auch wenn sie mal schlecht drauf sind, auch wenn es ihnen mal schlecht geht. Deswegen ist es ja trotzdem Unterhaltung. Und klar, man möchte irgendwo, dass die einen von den eigenen Problemen abhalten, aber, oder besser gesagt, ablenken. Aber ich finde, wenn man doch sieht, dem anderen geht es auch schlecht, ist es doch auch irgendwie Ablenkung, weil man dann weiß, okay, man leidet nicht alleine. Sondern es gibt noch jemanden, der leidet. Vielleicht gibt es sogar noch jemanden, der noch mehr leidet als ich. Und man fühlt sich dann weniger schlecht, weil man weiß, okay, man selbst hat gar nicht mal so ein Riesenproblem, sondern es gibt Menschen mit noch größeren Problemen. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen finde ich, ist sowas gar nicht so schlecht, wenn wirklich die Realität gezeigt wird und nicht irgendwie was vorgespielt wird. Ja. Aber bevor ich mich jetzt noch weiter aufreg, beende ich das Video. Ich möchte jetzt schauen, dass in Zukunft wieder öfter Videos kommen. Ich ziehe jetzt in 2 Wochen um und danach werde ich dann richtig loslegen. Und ich werde ab morgen Abend auch öfter mal auf Juno streamen. Und zwar kommt ja morgen das Spiel WoW raus, World of Warcraft, die neue Version. Und ich habe bis jetzt noch nie online irgendwas gespielt. Aber meinem Freund zuliebe habe ich gesagt, ich probiere es jetzt mal und fange mit ihm an, dieses Spiel zu spielen. Und dabei werde ich aber alles auf Juno streamen. Und wenn es irgendjemanden interessiert, schaut gerne vorbei. Und ja, dann sehen wir uns heute Abend dann in dem Fall, weil ich das Video ja erst morgen hochlade. Heute ist Sonntag, wenn ich es drehe, aber morgen lade ich es hoch am Montag. Und um 0 Uhr geht das Spiel online, also quasi in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ja, da werde ich dann live sein. Genau, das ist alles, was ich jetzt erstmal zu sagen habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns dann später auf Juno. Und ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt. Abonniert gerne den Kanal kostenlos, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Vielleicht auch gerne mal mehr Real Talk Videos. Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare, zu welchem Thema ihr vielleicht mal meine Meinung noch hören möchtet. Und ja, wie gesagt, denkt einfach mal über das Thema nach und dann bis bald. Tschüss.